Ja, hallo, ich bin's wieder, eure Gabi. Heute habe ich ein ganz besonderes Thema für euch, das Thema Datenschutzimpressum Haftungsausschluss. Ich möchte gerne euch heute mal zeigen, wie man diese Button hier oben auf die Footerseite unseres Blogs verlagert. Weil, ich sag mal so, das muss nicht unbedingt sein, dass diese Sachen hier oben stehen, sondern unten an der Fußzeile macht sich das besser. Hauptsache, man findet es halt im Blog. Man muss es aber nicht oben unbedingt lesen können, weil das ja jetzt auch gar keinen interessiert. Dann haben wir den Platz hier für andere Dinge. Das wollte ich euch heute mal zeigen, wie man das an die Fußzeile bringt. Da gehe ich zuerst mal auf meinen Blog. Hier sehe ich schon das Impressum und hier oben auch meinen Permalink zum Impressum. Den brauchen wir dann. Wir werden das als Widget einfügen. Dazu gehen wir in die Designs Widget. Wir haben dann dieses Textfeld. Das holen wir uns jetzt mal hier ran. Dieses Textfeld. Okay. Und wir werden das Textfeld hier unten in den Widget-Bereich einfügen, da wo unsere Archive sind. Dann tun wir das mal hier rein und wir nennen das mal rechtliches. Rechtliches. So, um das jetzt hier einzufügen, habe ich schon mal was für euch vorbereitet in mein Word. Hier in dem Word ist dieser Link, den wir jetzt hier dazu brauchen, dann kopieren wir uns diesen Link mal komplett in unseren Blog hinein. Den kopieren wir uns jetzt mal hier komplett einfügen. Da wäre quasi hier der Impressum und hier meine Webseite. Und ich habe auch schon mal den Permalink hier vorbereitet. Vom Impressum, das ist unser Link, den ich euch eben gezeigt habe, auf meiner Seite. Und den füge ich jetzt hier, wo die Anführungsstrichen sind, hier, genau hier füge ich den jetzt ein. Einfügen. Jetzt habe ich das hier drin. Und jetzt nehme ich mir quasi den nächsten vor. Das wäre jetzt dieser hier. Dazu gehe ich wieder diesen kopieren. Füge den dann wieder hier unten ein. Dann brauche ich den zweiten, und zwar die Datenschutzerklärung. Und die füge ich jetzt auch Anführungsstriche, wo die Anführungsstriche sind. Ab hier bis zu den nächsten Anführungsstrichen füge ich das auch jetzt hier ein. Und als nächstes haben wir noch den Haftungsausschluss. Dann kopiere ich mir wieder diesen Link. Kopieren. Und füge den dann wieder hier ein. Und als nächstes habe ich hier meinen Haftungsausschluss-Link von meiner Seite, die auf meinem Blog ist. Den kopiere ich mir und füge den ebenfalls dann wieder hier Anführungsstriche oben, Anführungsstriche oben. Ein bisschen aufpassen, dass man die nicht mit erwischt. Den füge ich mir dann hier ein. Was ich dann immer noch mal mache, ist diese Absätze automatisch hinzufügen und dann gehe ich hier auf Speichern. Jetzt schauen wir uns das alles mal auf meiner Webseite an. Wir sehen jetzt hier unten,
Wir müssen mal aktualisieren. Und haben jetzt hier unten Datenschutzerklärung Impressum und den Haftungsausschluss. Das werde ich mir dann nochmal später ein bisschen sortieren, weil das gefällt mir noch nicht. Da kann ich aber auch meine Archive bzw. gehen wir nochmal rein in die Widget. Dieses individuelle Menü, das kann ich mir ja jetzt erstmal hier rüberziehen. Dann habe ich nur Archiv und Rechtliches. Aber ich wollte euch das ja nur mal zeigen, wie das ist, wie ihr das auf eurer Seite dann, wie das dargestellt wird, ist ja immer unterschiedlich. Aber wichtig ist, dass wir hier Impressum und das alles erstmal haben. Was jetzt hier noch nicht schön ist, dass das natürlich jetzt hier oben noch zu sehen ist, das würde ich euch dann raten in den Menüs. Das heißt, ihr macht dann Folgendes, geht in die Menüs und hier in den Menüs habt ihr ja dann euren Datenschutz. Hier habt ihr ja dann auch noch als diesen Unterpunkt. Und das macht ihr hier ganz einfach. Entfernt er hier ganz einfach entfernen. Entfernen. Und den Haftungsausschluss auch entfernen. Dann müsst ihr das Ganze, braucht keine Angst zu haben. Das ist alles noch da. Das ist jetzt nur aus dem Menü verschwunden. Wichtig ist, Menü speichern. Nicht vergessen. Und dann haben wir ein neues Menü. So sieht das doch schon mal ganz gut aus. Und hier ist jetzt das Impressum weg. Wie gesagt, das hier unten, das werde ich mir dann noch ein bisschen sortieren. Aha, jetzt haben wir hier natürlich dreimal Impressum. Das ist in dem Fall nicht richtig. Das heißt, wir müssen das nochmal umbenennen. Na? Ja, wir haben jetzt hier Impressum. Also das erste würde stimmen. Das zweite wäre ja dann Datenschutzerklärung. Das heißt, wir müssen hier, wo das Impressumswort steht, dann hier Datenschutzerklärung hinschreiben. Und hier unten, wo man wieder Impressum stehen hat, da kommt dann Haftungsausschluss hin. Ups. So. Jetzt müsste es aber stimmen. Wir speichern das Ganze nochmal ab. Wie gesagt, ich habe das mit dem Absatz gemacht. Speichern. Und jetzt hier oben sah das doch auch schon ganz hübsch aus. Meine Fußzeile. Gehen wir mal ganz runter. Und aktualisieren das nochmal. So, mittlerweile ist es da. So sieht das dann im Endeffekt aus. Und schon haben wir unser Rechtliches hier unten eingefügt. Na? Ja, das war's, was ich euch heute erzählen wollte. Wenn euch mein kleines Video gefallen hat, gebt mir doch bitte wieder einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Wie gesagt, ich werde immer schöne kleine Videos für euch posten, die ihr für euren Blog verwenden könnt, nützliches